Ich glaube, das liegt daran, dass man merkt, dass man mit dieser ganzen Erfolgsgedanken nicht weiterkommt. Also dass es eben, dass es so nicht funktioniert und dass andere Dinge auch einen Platz brauchen. Oder man sieht ja auch, es gibt ja ganz viel so Nebenbewegungen oder so Nebenszenen, die entstehen, die aus dem Kleinen entstehen, wo Leute irgendwas machen. Und das ist ja irgendwie, das ist ja sehr charmant und es funktioniert ganz häufig. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns darauf einlassen, müssen wir uns auch darauf einlassen, dass Erfolg nicht ein Muss ist, sondern dass es auch charmant ist in der Nische und dass Erfolg eben gar nicht vielleicht das ist, worum es geht. Wobei diese Leute zum Teil ja sehr erfolgreich sind, aber eben im Kleinen so, ne? Was da kommt, ist, also was das Netz anbelangt, ist, dass ja jeder mitreden kann. Und auch bei dem Thema kann natürlich jeder mitreden. Und also wir haben einerseits das Phänomen, dass das Netz bietet, ja, jeder kann sich beteiligen an einem Gespräch oder einer Diskussion und gleichzeitig Scheitern hat jeder schon erlebt. Wenn wir darüber reden würden, wie ist es, Millionär zu sein, dann könnten viele nicht mitreden. Aber Scheitern ist ja nicht nur, ich habe meine Firma mit 10 Millionen ins Sand gesetzt, sondern das ist ja auch, ich habe mich falsch entschieden, ich habe mich für den falschen Beruf entschieden oder meine Beziehung ist in die Grütze gegangen oder ich habe ein Reihenhaus gekauft und die Beziehung ist in der Grütze und jetzt sitze ich mit der scheiß Bude da. Also das ist so was Individuelles, wo eigentlich jeder auf eine Art mitreden kann. Ich glaube, das ist was, weswegen das natürlich im Netz auch eine große Lebendigkeit erfährt. Was mir einfällt, ist schon sozusagen das eine große Scheitern in meinem Leben. Und das war nämlich eine Fehlentscheidung in sehr jungen Jahren für einen falschen Beruf. Und zu versuchen, diesen Weg zu gehen und zu merken, das ist nicht richtig und da lange Zeit nicht rauszukommen. Und ich glaube, das ist was, was vielen so geht. Also gerade wenn man so jung ist und eben denkt, ich muss das jetzt hier durchziehen, ich habe mich entschieden. Und da dann zu begreifen, dass es wichtig ist, da rauszugehen. Und es gibt einen wunderbaren Satz, der ist von den Bremer Stadtmusikanten, der in solchen Situationen immer hilft. Das ist, etwas Besseres als den Tod findest du überall auf der Welt. Also zu merken, es geht irgendwie nicht weiter, Also es kann ja gar nicht mehr schlimmer kommen. Und das finde ich total hilfreich zu verstehen, ich gehe dann mal, ich lasse das jetzt hier, ich versuche was anderes so.